Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Taktikanalyse. Heute blicken wir auf den doch sehr schwachen Start der DFB-Elf gegen Mexiko und versuchen gemeinsam mit Jan Siewer zu analysieren, was denn gegen Schweden besser werden muss, damit sich die deutsche Mannschaft nicht schon nach der Vorrunde vom Turnier verabschieden muss. Ja, Jan Siewert, vor knapp einer Woche standen wir hier, haben über die WM gesprochen und über die doch eigentlich ganz guten Chancen der Deutschen. Der Auftakt gegen Mexiko war dann doch relativ ernüchternd. Absolut. Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles lustlos gewirkt hat, aber es war wenig ideenvoll. Es sind wenig Torchancen kreiert worden. Wenn man welche hatte, sind sie auch dann nicht gut verwertet worden. Und von daher war es leider ernüchternd. Wir hatten uns eigentlich mehr vorgenommen. Auch wir hatten ja anders getippt. Wir hätten auf ein 2-0 für Deutschland getippt. Aber die Restverteidigung stand nicht so, dass man Gegentor frei bleiben konnte. Von daher hoffen wir auf das nächste Spiel und hoffen, dass wir da zu 0 spielen. Genau, aber ersten Schritt gucken wir einmal auf das Gegentor gegen Mexiko, was ja dann doch die Schwächen im deutschen Spiel ziemlich offengelegt hat. Und dafür verabschieden wir uns jetzt einmal an die Taktiktafel. Die deutsche Mannschaft spielt mit zwei hohen Außenverteidigern und da ist es immer wichtig, letztendlich eine gute Konterverteidigung zu haben. Konterverteidigung in dem Sinne, dass die Mitte geschlossen ist. Die Situation sah folgendermaßen aus: Khedira ist im Zweikampf, hat einen leichten Bewegungsvorteil und versucht wahrscheinlich, Werner anzuspielen. Auf dem Moment wird er aber unterbrochen und das Spiel geht in eine andere Richtung. Und was jetzt prinzipiell sofort passieren sollte, ist, dass die Defensive fällt. Wir haben keinen Balldruck, der Gegner hat alle Optionen, kann weiter dribbeln. Könnte selbst sofort Pässe spielen, tut er aber nicht. Er bringt Druck auf die Kette, der Ball wird dann erst gespielt und da ist der Kapitalfehler. Hummels versucht vorzudecken, erwischt den Ball nicht, der Ball wird wieder rausgespielt zu Lozano und der kann im ersten Moment Richtung deutsches Tor laufen. Die Konterverteidigung hat somit nicht gestanden, die Mitte war offen und deswegen hätte eventuell eher in einer Raute verteidigt werden müssen. Bedeutet auf diesen Moment zunächst einmal, Hummels darf nicht vorgehen. Wir bringen die Spieler nochmal auf ihre Ausgangssituation. Als Groß, der in dem Moment selbst offensiv nicht beteiligt war, das erkennt, dass er keine zentrale Sicherung hat, muss er einschieben. Boateng und Hummels können fallen. Damit nehme ich Tempo raus. Ich zwinge den Gegner vielleicht zu Querpässen. Querpässe bedeutet, er kann nicht so schnell zum Tor kommen. Und dementsprechend hätte man eine gute Restverteidigung gehabt und hätte auch dieses Tor verhindern können. Ja, das war, glaube ich, auch für den Laien, der sich jetzt nicht jeden Tag mit der Taktik beschäftigt, auch ganz gut zu verstehen. Jan, aus deiner Sicht, was hat dich am meisten gestört am Spiel der Deutschen gegen Mexiko? Ja, in der Tat die fehlende Restverteidigung und so dieser hundertprozentige Wille und die Galligkeit, sich zu zerreißen, gerade im letzten Drittel Laufwege aufzureißen und dann vom Tor gefährlich zu werden. Gut, blicken wir auf das dann schon entscheidende Spiel gegen Schweden am Samstagabend. Ein Sieg muss her. Theoretisch würde, glaub ich, auch ein Punkt noch reichen, um zumindest theoretische Chancen noch auf den Einzug ins Achtelfinale zu haben. Was muss sich ändern? Wie eben besprochen, die Restverteidigung in allererster Linie, weil ich glaube auch, dass die Schweden mit Sicherheit dann ihre Konterchance suchen werden. Ob sie es nur defensiv verteidigen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie zu Beginn relativ hoch pressen werden, dass sie versuchen, Druck auf die deutsche Mannschaft zu bringen, weil letztendlich sind wir in der Bringschuld. Die Schweden haben schon 3 Punkte, wir haben keine Punkte. Und deswegen müssen wir abwarten, wie sich letztendlich entwickelt auf dem Spielfeld. Und die deutsche Mannschaft muss dann Lösungen finden, dass man über den Flügel besser Torchancen kreieren kann. Meines Erachtens dadurch, dass die Schweden halt sehr kompakt im Zentrum stehen. Ja, und wie das taktisch aussehen könnte, veranschaulicht der Jan euch jetzt nochmal an der Tafel. Was ja schon so ein bisschen durch die Medien geklungen ist, und das vermuten wir auch, dass Jogi Löw mit einer Dreierkette reagiert. Warum? Was man im Spiel gegen Südkorea gesehen hat. Die Schweden stehen sehr kompakt mit 2 Viererketten und 2 zentralen Stoßstürmern. Entscheidend dann, wenn man mit einer Dreierkette spielt, dass man mit Sicherheit in der Breite durch hohe Außenverteidiger, könnte vielleicht Kimmich sein, könnte vielleicht Hector sein, die Möglichkeit hat, auch einen Flügeldurchbruch zu initiieren. Wenn schnell und scharf gespielt wird, sind Möglichkeiten da, insbesondere auch dann, wenn man mit 2 echten Stürmern agiert und die Möglichkeit besteht ja letztendlich innerhalb unseres Kaders, dass man dann immer wieder Flügeldurchbrüche hat und gefährlich vors Tor kommt. Entscheidend auch hierbei, bei den Schweden ist es so, dass sie mit Sicherheit auch auf Konter setzen werden, könnte eine Vermutung sein unsererseits. Und da ist es auch entscheidend, so wie wir das eben angesprochen haben, selbst wenn wir offensiv mit hohen Außenverteidigern spielen, haben wir defensiv 4 durch die Rautenspieler, Nummer 1, Nummer 2 plus einen der defensiven Sechser, der andere kann sich hier offensiv orientieren und so steht die Raute, Konter sind zu verteidigen, man kann fallen, man kann aber auch offensiv sofort Druck ausüben und das wäre von uns die Möglichkeit, wie man Schweden aufhebeln könnte. Ja, bleibt dann zu hoffen, dass es auch vom DFB-Team so umgesetzt wird. Jan, wie sind deine Prognosen, wie ist dein Gefühl für Samstag und auch für die hoffentlich weiteren Spiele? Also so ein richtiges Gefühl habe ich noch nicht, weil ich wirklich sehr enttäuscht war nach dem ersten Spiel. Ich habe mir mehr erhofft von der deutschen Mannschaft. Insbesondere auch hätte ich gehofft, dass Marco Reus spielt. Wenn er jetzt spielen sollte, glaube ich, hat er selbst auf der Zehnerposition gute Möglichkeiten, weil er immer jemand ist, der die Tiefe aufreißt, weil er Schnittstellen kreieren kann. Und das, glaube ich, hat der deutschen Mannschaft gefehlt.
Ich würde jetzt mal tippen, ein gutes 2-1 für uns. Ja, ich denke, damit könnten die deutschen Fußballfans alle gut leben. Ja, und damit sind wir am Ende der zweiten Folge. Wir sehen uns dann vor dem Südkorea-Spiel. Das ist am Mittwoch. Also sehen wir uns am Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss.